Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Lightroom Tutorials. Heute geht es um den Klarheitsregler und ich zeige euch mal, wie man die Klarheit richtig einsetzen kann und dabei noch ganz natürliche Ergebnisse bekommt. Ich habe jetzt hier mal ein Bild aufgemacht von dem Berliner Gendarmenmarkt. Das ist schon ein etwas älteres Bild. Man sieht es vielleicht auch da, dass es nicht perfekt fotografiert ist. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie man in diesem Bild die Klarheit gut einsetzen kann, ohne dass man einen unnatürlichen Look dabei herausbekommt. Denn was ich häufig sehe, ist Bilder, wo einfach die Klarheit zu 100% nach oben gepumpt wird und ihr seht schon, das Ganze wird dann sehr unnatürlich. Es gibt diesen krassen HDR-Look, den man meistens ja zumindest eigentlich vermeiden möchte. Und wie man die Klarheit dann richtig einsetzt, um trotzdem schöne scharfe Ergebnisse zu bekommen und einen schönen Kontrast im Bild zu haben, das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich werde jetzt meine Bearbeitung, so wie ich sie immer mache, erstmal machen. Das heißt, ich werde die Tiefen etwas aufhellen, die Lichter etwas abdunkeln und dann sehe ich, dass das ganze Bild noch ein kleines bisschen zu hell ist. Deswegen gehe ich mit der Belichtung ein ganz kleines Stückchen noch runter. So sieht das ganz gut aus. Dann drücke ich die Alt-Taste und setze meinen Weißpunkt hier wieder. Sobald wir hier ein paar weiße Pixel sehen, dann wisst ihr, dass dort 100% weiß ist und das gleiche mache ich mit dem Schwarzregler und hier gehe ich ein bisschen runter, bis ich auch hier ein paar Pixel sehe. Jetzt haben wir schon wieder einen sehr guten Kontrastumfang, einen sehr guten Dynamikumfang. Ich gebe noch insgesamt ein bisschen Kontrast hinzu und jetzt werde ich mich noch um den Weißabgleich kümmern, denn hier vorne ist es mir einfach zu orange und deswegen werde ich hier mit dem Weißabgleich noch etwas weiter Richtung Blau gehen. So sieht das schon ganz gut aus. Ein ganz bisschen nehme ich das Magenta noch raus. Ja, so passt das. Super. Dann werde ich die Klarheit insgesamt, also ich habe ja schon vorhin gezeigt, wenn man die jetzt zu 100% nach oben pumpt, dann sieht das einfach unnatürlich aus. Und ich habe es ja in meinen letzten Videos auch immer schon gemacht, dass ich die Klarheit über das gesamte Bild so ein bisschen nach unten regle sogar, also so ungefähr auf minus 15, um einfach diesem HDR-Look ein bisschen entgegenzuwirken. Und so gefällt mir das schon sehr gut. Jetzt gehe ich hier noch ein Stück weiter runter. Und werde hier noch mein Bild schärfen. Unter den Details werde ich den Betrag auf ungefähr 80 setzen. So mache ich das eigentlich immer. Und mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze dann noch wieder ein bisschen aus. Also alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft. Alles, was weiß ist, wird geschärft. Und wir wollen hier nur die Kanten von dem Gebäude und so weiter schärfen, nicht den Himmel. Okay, ein ganz bisschen Rauschreduzierung gebe ich auch noch mit dazu, ungefähr 20. Einfach damit wir so gut wie kein Rauschen im Bild haben. Dann werde ich noch die Profilkorrekturen aktivieren, die chromatischen Aberrationen entfernen. Gerade wenn man hier so in dieses Licht direkt fotografiert, dann kriegt man sehr schnell chromatische Aberrationen. Und ich werde die Auto-Upright-Funktion hier noch benutzen, um die vertikalen Linien hier noch etwas gerader zu bekommen. Gefällt mir schon sehr gut so. So, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem oder zu dem eigentlichen Thema dieses Videos. Wir wollen die Klarheit einsetzen, aber so, dass es natürlich bleibt. Und das Problem habe ich ja schon aufgezeigt. Wenn man den Klarheitenregler jetzt einfach über das gesamte Bild hochpumpt, dann sieht das einfach sehr unnatürlich aus. Und die Lösung ist einfach, selektiv mit der Klarheit zu arbeiten. Und dafür haben wir in Lightroom mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt zum Beispiel hier den Pinsel nehmen und jetzt einfach mal hier die Klarheit auf zum Beispiel 60 setzen. Und hier unten müssen wir noch gucken, dass wir die weiche Kante auf 100% haben, den Fluss auf 100 und die Dichte auf 100. Und dann können wir anfangen, mit dem Pinsel in kleine Bereiche des Bildes diese Klarheit wieder reinzumalen. Und ich könnte das jetzt zum Beispiel hier vorne einfach mal machen, denn dieser Weg hier vorne, wenn der noch ein bisschen kontrastreicher ist, gefällt mir das schon sehr gut. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Struktur hier drin. Und so können wir jetzt anfangen, uns hier die Klarheit partiell quasi in das Bild wieder hineinzumalen. Und ich kann jetzt natürlich auch immer noch sagen, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Klarheit, dann nehme ich es ein bisschen raus. Oder es ist mir zu wenig Klarheit, dann kann ich sie noch komplett hochdrehen. Und so habt ihr die Möglichkeit, auch im Nachhinein noch eure Klarheit zu beeinflussen, auch wenn ihr schon beim weiteren Arbeitsschritt seid. Und jetzt kann ich hier weitermachen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, ich nehme jetzt einen neuen Pinsel, den ich dann wieder extra steuern kann mit diesen Reglern hier und male jetzt zum Beispiel hier in das Gebäude noch ein bisschen Klarheit rein. Und jetzt sehe ich hier schon, okay, das ist mir jetzt hier schon ein bisschen zu viel eigentlich. Dann kann ich das hier ein bisschen runterregeln auf zum Beispiel 40. Der Pinselstrich hier vorne bleibt davon total unbeeinflusst. Den können wir jetzt einfach wieder bearbeiten, indem wir hier auf diesen Punkt drücken. Und wenn ihr hier über den Punkt rüberfahrt, dann seht ihr auch genau, wo ihr lang gemalt habt. Dann wird es nämlich so rot angezeigt.
Und wenn ihr den jetzt wieder bearbeiten wollt, dann klickt ihr hier einfach auf den Punkt drauf und dann könnt ihr auch hier wieder die Klarheit hoch oder runter setzen. Und so können wir jetzt über das gesamte Bild gehen und überall dort, wo wir Klarheit haben wollen, können wir Klarheit reinmalen. Und immer, wenn ihr einen neuen Pinsel machen wollt, dann klickt ihr hier oben einfach auf Neu, dann habt ihr einen neuen Pinsel und dann könnt ihr hier wieder die Klarheit neu reinmalen. So, und hier ist es auch ein bisschen zu doll, hier gehe ich auch wieder ein Stück weiter runter. So gefällt mir das schon ganz gut. Okay, dann werde ich jetzt insgesamt noch eine kleine Vignette über das Bild legen. Ungefähr so. Und außerdem werde ich noch ein paar kleine Lichtpunkte setzen. Dazu nehme ich den Radialfilter hier. Werde hier mit gedrückter Alt-Taste mal auf Zurücksetzen klicken. Dann die Belichtung etwas nach oben ziehen. Und außerdem die weiche Kante auf 100 setzen und Maske umkehren anklicken. Denn so kriegen wir dann diese tollen Lichtspots hin, die wir eigentlich haben wollen. Jetzt werde ich die Belichtung noch etwas höher drehen. Und dann können wir hier super schön Lichtspots setzen. Ein Klick mit der rechten Maustaste und dann auf Duplizieren gedrückt, dann können wir diesen Lichtspot duplizieren und zum Beispiel noch hier hinten auf den Dom setzen. Dann werde ich das Ganze nochmal duplizieren und noch einen hier auf das Gebäude setzen zum Beispiel. Und so können wir dann mit Licht arbeiten, wir können mit Klarheit arbeiten und alles selektiv. Und wir können jeden einzelnen Spot, jeden einzelnen Pinselstrich einzeln bearbeiten. Und genau das macht dann ein gutes Bild aus, dass man eben nicht über das gesamte Bild einen Effekt legt, sondern dass man diese Effekte partiell in die Bilder einbaut und somit ein viel besseres Ergebnis bekommt, weil wir halt jeden einzelnen Bereich extra kontrollieren können. Ich werde jetzt hier in Photoshop später noch vielleicht diese kleinen Lensflares hier rausarbeiten. Ich werde den Bo noch etwas sauber machen, aber das muss ich euch ja jetzt nicht mehr zeigen. Wichtig war erstmal, euch zu zeigen, wie man selektiv mit der Klarheit in Lightroom arbeiten kann und wie man die wirklich ganz genau auch kontrollieren kann in den einzelnen Bildbereichen. Und ich hoffe, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen konntet. Hier ist das Bild nochmal in der Vollansicht und ihr könnt ja sehen, dass das Ganze noch ein relativ natürliches Ergebnis hat, obwohl wir jetzt auch mit Klarheit hier in diesem Bild gearbeitet haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann checkt unbedingt auch mal die Videos von letzter und vorletzter Woche aus. Da ging es einmal um das Digital Blending in Photoshop, eine kleine Einführung. Ich habe schon mitbekommen, dass es da Interesse gibt, noch ein paar weitere Videos zu machen. Also das wird auch noch kommen in den folgenden Wochen. Und außerdem ging es um die Schwarz-Weiß-Konvertierung in Lightroom. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann klickt unbedingt mal rein. Und ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann kommentiert es gerne unter diesem Video. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!